IBE gewinnt das Spiel, Meister gegen Cup-Sieger, und zwar ordentlich, mit 4:0. Neben mir steht der Loris Benito. Herzliche Gratulation, du bist nass geschwitzt. Geht's? Ja, es war ein sehr, sehr heißer Match, aber ich muss dazu sagen, dass wir in der Mannschaft noch heißer waren. Ich glaube, das hat man gesehen. Dementsprechend haben unsere Temperaturen nicht viel gemacht. Aber dass man halt ein bisschen schwitzt, das gehört halt dazu. Also wir haben gestaunt auf der Tribüne oben. Wir haben gesehen, wie der kämpft, wir haben gesehen, wie der kreativ spielt. Kaum ein Pass, der daneben geht. Technische Kabinettstücke. Was war los heute? Ist das die Revanche für ein Cup-Final? Nein, also weder der Cup-Final noch irgendwas, wo die Revanche ist, bei uns gefallen in der Kabine. Das ist ein Saisonspiel Nummer 3 für uns. Wir haben 6 Punkte geholt vorher. Wir haben unbedingt das Spitzenspiel vorne für uns entscheiden. Aber das haben wir auf eine eindrückliche Art und Weise gemacht. Das gibt Selbstvertrauen und wiederum zu Null. Ich denke, ein grosses Kompliment an die Defensivleistung von der ganzen Mannschaft. Und jetzt hat er 4-0 gewonnen, also an einem heissen Tag, ist irgendwie 35 Grad drauf. Wie kommt man da wieder oben runter? Ja, also es ist ja nicht so, dass wir die ganze Woche minus 10 hatten und dann plötzlich 35. Ich glaube, wir haben das können, daran gewöhnen während der ganzen Woche, während der ganzen Tag. Aber dass das Spiel natürlich am Höchstpunkt der Temperaturen ist, ist vielleicht nicht ganz glücklich. Aber ja, mit Adrenalin, mit den Leuten im Rücken macht das uns wirklich nichts aus. Wir sind im Fluss, wir spielen gerne Fußball und das sieht man. Apropos Fluss. Heute noch in die Aare? Ja, das gehe ich definitiv noch. Wunderbar. Morgen ist noch die Champions League-Auslosung. Wir sind gespannt, oder, wer die Quali da kommt. Ist das bei euch auch schon ein Thema? Ja, es war im Hinterkopf natürlich. Im Vorfeld von der Quali-Spiele, die jetzt am Laufen waren, haben wir uns immer ein bisschen abgesprochen, geschaut, wer würden wir gerne haben, wer nicht. Aber schlussendlich wird die Auslosung zeigen, wer das ist. Wir haben den Fokus auf Zürich gehabt und morgen können wir sicher eine ganz entspannte Auslosung schauen. Jetzt mal unter uns, wer soll es sein? Ja, ich muss ehrlich sagen, vor all diesen Mannschaften, die es könnten, sie sind alle so stark. Wir wünschen uns einfach einen Gegner, den wir schlagen können. Wir können alle 4 schlagen, das wissen wir, wenn wir gut drauf sind. Dementsprechend müssen wir keine Angst haben. Loris Benito, merci vielmals. Herzliche Gratulation. Es war ein ganz, ganz toller Fußballname. Macht's gut.